Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Project Unstable 6. Hab die Musik vergessen. Ich höre nur das Klacken da oben. So. Geht die Musik los? Angeblich läuft's. Habe ich die Musik laut gestellt? Ja. Was? Wartet. Warum kommt da nichts raus? Ich glaube, das Lied ist kaputt. Das Lied ist die ganze Zeit gelaufen, aber es kam kein Ton raus. Ich weiß nicht warum. Okay, hi, technische Probleme, wie immer. Ich habe zwei, drei Sachen überlegt gehabt. Und zwar habe ich hier schon mal viel weggebaut. Es ist nur noch das Portal da. Weil das Portal muss wirklich genau an die Stelle, wo das Ritual im Moment ist. Ah, das ist doof. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich den... das Ding macht, den Displacement Wand. Damit kann ich nämlich die Blöcke einfach verschieben. Und dass ich dann versuche, das einfach... Das Ritual, um einfach 10 Blöcke nach hinten zu verschieben oder so. Das war so mein Plan. Damit das, na gut, 10 Blöcke kann ich es nicht ganz, aber dass ich wenigstens bis zum Ende des Chunks noch schiebe. Dass das alles im Chunk bleibt. Das wäre mir wichtig. Weil dann kann ich nämlich das, weil genau hier würde sich super anbieten, genau hier an dieser Stelle dieses Portal einzubauen. Aber, ja, geht nicht. Weil Zeug und so. Nun gut, ich habe in der Zwischenzeit schon mal hier drin noch ein bisschen... Warte mal, jetzt habe ich die Musik zu laut. Kann das sein? Nein? Okay, es kommt mir nur so vor. Ich habe ein bisschen geplant. Habe schon mal hier ein bisschen was aufgebaut. Das passiert bei den Mana-Pools. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden damit. Wahrscheinlich werde ich das noch mal ein bisschen ändern. Runic Altar. Dass der hier irgendwie und Terrestrial Conversion Pair. Also hier machen wir die manuelle Seite rein, hatte ich mir überlegt. Und hier drüben die Automatisierungsseite. Das war jetzt erstmal der Plan. Wir haben auch ein bisschen Mana. Nicht die Welt natürlich, weil es sich natürlich alles fünffach aufteilt. Ich kann mal das Forest nehmen. Zack. Wir sind jetzt so ein bisschen über die Hälfte schon von den ganzen Mana-Pools. Also bald sind sie voll. Hier oben die Sparks habe ich noch nicht angeschlossen, weil ich mir halt noch unsicher bin, wie ich die in den Mana-Pools machen will. Das schließen wir erst dann an und sorgen dafür, dass es Mana kriegt. Wenn ich zufrieden bin. Was wir jetzt aber erstmal machen werden, diese Folge, ist ein Reaktorausbau. Wir werden dafür sorgen, dass unser Reaktor endlich mal ein bisschen besser ist. Ja, ist jedenfalls der Plan. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und zwar werden wir... ich habe Resonant Ender. Das heißt, das werden wir als Flüssigkeit, als Kühlflüssigkeit benutzen. Ich habe Reaktorblöcke. Ups. Warum habe ich so eine komische Anzahl? Warte. Ja, nee, ist richtig. Weil ich drei Control Rods habe, deshalb. Okay. Habe ich gerade gewundert, warum so ungerade ist. So. Und damit können wir jetzt nämlich unseren Reaktor mal ein bisschen ausbauen. Dafür muss ich erstmal jetzt hier mal ausmachen. Ja, ich habe ja schon angekündigt, dass ich den Reaktor gerne ausbauen würde. Heute ist es endlich soweit. Und dann werden wir mal gucken, dass das alles hoffentlich so funktioniert, wie ich mir das denke. Die Control Rod kann, glaube ich, sogar... Ich komme keinen Block nach hinten. Also ich komme einen Block nach hinten, aber ich brauche zwei. Okay, der muss ein bisschen reinragen dann. Ja, ich stand doof, aber es geht nicht anders. Dafür muss das weg. So, machen wir jetzt erstmal hier diese komplette Ebene weg. So. Und dann füllen wir erstmal den Boden aus. So. Zack. Zack. Kommt jetzt natürlich, wie gesagt, ein bisschen vor. So, Controller. Dann machen wir nochmal den Power-Tab. Machen wir gleich hier. Dann kann ich mir hier dann gleich hoch. Redstone-Port mache ich mal hier in die Seite. Dass wir den irgendwie kontrollieren können.
Access-Port natürlich vorne, dass wir schnell rankommen. So. Okay. Das habe ich natürlich so gemacht, dass ich nicht reinkomme. Okay. Und zwar, wo bauen wir die Control Rooms hin? Das ist ja immer so eine Frage, die man sich immer stellt. Und ich habe mir überlegt, ich will gerne 4 Control Rods machen. Und da ist es folgendermaßen. Entweder packen sie in die Ecken. Was aber bescheuert wäre, weil dann ist die mittlere Flüssigkeit ja vollkommen in egal. Ne? Erreicht da nichts. Aber wenn ich die Dinger hier hinbaue, ups, hier hinbaue, dann brauche ich 5 Flüssigkeiten. Genau wie beim anderen auch, ist ja gleiche Grundfläche. Aber es sind 3 Seiten von den Control Rods, die gekühlt werden. Also ich glaube, wir machen das so. So. Bevor ich das platziere, sollte ich vielleicht die Flüssigkeit reinmachen. Jetzt habe ich ja keinen Empfang. So. Resonant. Ender. 2, 3, 4. So, ne, 5 brauche ich. 5. So. 1, 2, 3, 4. Und dann 2. Es ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich mich ernsthaft ver... Oh, nein. Ich hasse es. Ich habe mich ernsthaft verklickt. Das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich den Block ersetzt. Mann. Ich hasse es. Warum bin ich so ungeschickt? So. Zack. Kleinen Block drauf. Hier können wir schon mal die Controls draufpacken. Naja, falsch. Das Ding. Das. Also, das lassen wir. Das Ding. Und dann brauche ich jetzt nochmal ein Resident Ender Bucket. Zum Glück habe ich genügend gemacht. Nee. Zack. Und zack. So. Okay, gut. Oh, der hat noch alles gespeichert werden. Der hat das hingekriegt. Ich bin erstaunt. Okay, unser Reaktor ist größer geworden. Ich hole mal ein bisschen Uran. Davon haben wir ja ein bisschen was. Einmal rein, bitte. Machen wir mal voll. Wunderbar. Wir brauchen dann noch einen zweiten Access-Port natürlich, wo wir dann praktisch das als Output konfigurieren. Das würden wir dann unten wahrscheinlich hinbauen. Was brauche ich denn dafür? Das kriegen wir hin. Weißt du was? Dann machen wir noch einen zweiten Port gleich. Und dann holen wir uns nämlich gleich das, ne, wie heißt's? Cyanide raus. Was rauskommt. Das wäre eine gute Idee. So, dann machen wir das gleich mal, dass wir hier irgendwie... Ah, ist hier die Seite. Hier mal einen kleinen Zugang legen. Zack, 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 zack. Oh, das Ding. Oh, da kommt gleich Flüssigkeit, ne? Nee, da nicht. Doch, da kommt Flüssigkeit. Ah, nein. Oh, weg. Ich will nicht teleportiert werden. Okay. Gut, so, und das Ding machen wir zum Output. Und dann brauche ich. Also erstmal machen wir ohne Hopper. Ist erstmal egal. So. Okay, es ist voll. Es hat Strom. Es ist glücklich. Ich mache nochmal Licht. Unten hin. Und dann würde ich sagen, wir werfen das Ding mal an. Dann gucken wir mal, was passiert. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Higher levels of radiation reduce fuel burnup. Wir haben 300%, 0,035 Millibucket. So, jetzt muss ich... Ich bin jetzt zu faul, das im Kopf auszurechnen. Was waren es? 0,035? Verdammt. 0,035. Das müssen wir jetzt mal 20 rechnen. Das heißt, 0,7 Millibucket verbrauchen wir pro Sekunde. Und wenn ich das jetzt nochmal 60 nehme, das heißt 42 Millibucket in der Stunde... Mal 24, also ein Eimer pro Tag.
wenn das Ding die ganze Zeit durchläuft. Okay. Das ist nichts. So, ich knall mal hier nochmal ein bisschen Uran rein, dass wir gleich noch nachfüllen. Okay. 1600 F pro Tick. Ich würde sagen, wir kriegen ein bisschen was raus. Okay, wunderbar. Dann muss ich natürlich das noch anzappen, sodass wir es hier reinkriegen. Das Ding kann 512 übertragen, ne? Hilfe. Das reicht nicht mal, die Redstone. Wir bräuchten Signalum. Oder Conduits. Ein Enhanced Conduit würde reichen. Ein Enhanced Conduit. Wie viel kann die Resonant halten? 3,2. Eine 1,6 würden genau reichen, ne? Ja, ich glaube, wir machen das so. Wir müssen auf jeden Fall auf eine Sache achten. Dieses Ding hier oben, ich da rankomme, hat hier unten Push, genau. Das heißt, es sollte eigentlich nur Strom outputten. Hoffentlich, dass da kein Strom reinkommt. Ja. Ich hoffe, ups. Nein, ich will gerne das Ding da. So. Weil das gerade... Achso, das ist nur ein bisschen wackeln. Okay. Gut, wir schalten erstmal wieder aus. Bisschen Strom kriegen wir noch. Okay, also wir brauchen eine Reaktorsteuerung. Der Reaktor kann uns auf jeden Fall genügend produzieren. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können zum Beispiel den Empf, das Zeug, was wir hier haben, was ja im Moment alles Mögliche noch betreibt von unserem E-System, könnten wir dafür sorgen, dass das Ding woanders beispielsweise einen E-Zugriff betreibt. Ein Subnetzwerk einfach. Also was heißt Subnetzwerk? Auch andere Sachen halt. Ich hatte auch mal überlegt, wir haben nämlich theoretisch noch das Ding hier. AE2-Stuff. Und zwar ein Wireless-Connector. Das Ding können wir mit Hilfe von einem Wireless-Network-Kit, können wir zwei von den Dingern linken. Und dann können wir ein Netzwerk praktisch dadurch verbinden über eine Distanz. Je weiter die Distanz, desto mehr Strom verbraucht es natürlich. Also es ist sozusagen ein Kurzstrecken-Wireless-System. Ich muss aber sagen, ich finde diese Conduits schöner, die praktisch hier über diese Kabel da transportiert werden, finde ich persönlich schöner. Verbrauchen halt auch Strom. Ja. Was ist eigentlich das für ein Pattern-Encoder hier? Gut. Ja. Deswegen, ich hatte so überlegt, ob wir das mal machen wollen. Um praktisch Botania und so weiter anzuklemmen. Damit wir nicht die Kabel brauchen. Aber es würde halt einen Haufen Strom verbrauchen. Deswegen ich die Reaktor auch ausbauen wollte. Aber ich bin gerade wieder vollkommen auf ein anderes Thema abgekommen, wovon ich eigentlich reden wollte. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben jetzt den Reaktor, das heißt, wir können stärkere Maschinen bauen. Dafür brauchen wir allerdings mehr Stromtransport. Im Moment haben wir 512. 512 reichen niemals. Hiermit können wir schon 4000 outputen, das heißt, damit haben wir schon mehr als genug. Wir haben, und das ist eben die Sache, worauf ich noch hinaus wollte, diese Dinge noch. Universal HV Wire Connector, okay. Okay. Ich meine das Ding. Ja. Die Dinger sind ein bisschen teuer. Wir brauchen Flux Crystal, wir brauchen alles mögliche, wir brauchen Stoke Crucible, was wir alles noch automatisieren müssten. Dense Sachen. Octadic können wir ja mittlerweile schon. Reinforced Glass ist nicht schwer. Vibrant Alloy ist nicht schwer. Dense Konstantan ist nicht schwer. Flux Electrum ist nicht schwer. Das ist das einzig Doofe. Weil dafür brauche ich Parathium, Aerothium und so weiter. Was wir unbedingt eigentlich bräuchten ist, und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr da wisst, ob es das geht. Wir brauchen eine Blitz. Ich will gerne nämlich eine Farm machen.
eine Blaze-Form will ich gerne bauen. Und halt eine Blitz, Basalt und Bliss-Form. Ich würde nämlich gerne alle vier auf einmal irgendwie machen. Aber das Problem ist, ich habe bisher nur einmal so ein Vieh gesehen. Und ich glaube, das war ein Blitz. Ich weiß es nicht. Weil wir brauchen nämlich Aerothium. Brauchen wir für unser... Na, wie heißt's? Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wofür brauchen wir Aerothium? Vibrant Alloy. Das Zeug da. Dafür brauchen wir Aerothium. Das ist das Doofe. Genau. Okay, also wir brauchen ein Reaktor-Control-Setup. Das können wir komplett mit Integrated Dynamics machen. Das ist nicht schwer. Das kriegen wir hin. Wir brauchen im Endeffekt, wir bräuchten noch einen zweiten Redstone-Port. Damit wir lesen und schreiben können auf Bunchy-Port. Weil, wenn ich mal hätte, sind da. Moment. Wir können nämlich bei dem Port, können wir nämlich einstellen, was er outputtet. So. Wir können nämlich sagen, entweder er ist ein Output oder er ist ein Input. Das heißt beispielsweise, wenn ein Signal kommt, je nach Signal schaltet der Reaktor an und aus. Das heißt, wir brauchen E2 Redstone Ports früher oder später. Im Moment wollte ich es erstmal gerne so machen. Set from Signal, Toggle on Pulse, Set from Signal. Das ist, wir können alles mögliche ändern, machen und was weiß ich nicht. Ja. Genau. Das heißt, wir haben ein paar Möglichkeiten, damit das zu machen. Und wenn wir zwei Redstone-Port haben, können wir aus dem einen lesen und aus dem anderen schreiben. Und da brauchen wir nur Integrated Dynamics ein bisschen was. Wir brauchen Variable Storage. Ich muss immer noch sagen, ich verstehe das nicht ganz. Vielleicht kann mir das einer von euch mal erklären. Integrated Dynamics. Brauche ich immer wirklich einen Variable Storage? Weil das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich beispielsweise lesen kann, Variable, und kann die beispielsweise an einer anderen Stelle ausgeben. Das könnte ich machen, indem ich einfach die Variablen gerade reinpacke. Aber sobald ich irgendeine Berechnung machen will, brauche ich ja beide Variablen. Kann ich die irgendwo anders, muss ich immer einen Variable Storage machen, weil das Ding ist mir viel zu groß für jetzt irgendwie mal 3-4 Variablen. Das ist das, was ich mir überlege. Oder ist es ein Proxy? Ah ne, der ist ja noch teurer. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das nämlich ein bisschen übertrieben und doof. Ich will gerne irgendwas Kleines haben, wo ich, keine Ahnung, nur zwei Variablen, ein, zwei Variablen, reichen mir ja vollkommen aus für eine Berechnung. Aber ich kann es nicht machen. Gut, so viel dazu. Wir brauchen, wie gesagt, ein neues Stromsetup. Dafür brauchen wir neue Kabel. Wir brauchen eine Kontrolle für einen Reaktor. Dann haben wir erstmal Strom. Diesen Strom müssen wir natürlich dann noch über alles Mögliche transportieren, wo ich auch gerne Folgendes machen würde. Jetzt mal praktisch so ein bisschen als Planung für die nachfolgenden Folgen, wenn ich hier meinen Blumenkohl aufgegessen habe. So. Und zwar Dimensional Transceiver. Das Ding da. Also die Steuer. Wir brauchen nämlich ein Advanced Machine Frame. Dafür brauchen wir Iridium. Dafür brauchen wir Iridium Ore. Dafür brauchen wir einen Meta Fabricator und einen Replicator. Dafür brauchen wir ein bisschen Zeug. Das ist so ein bisschen das, was wir noch unbedingt brauchen. Brauchen wir Meta, damit wir uns ein Advanced Machine Frame machen können. Ich meine, ich habe ein bisschen. Ich habe 3. Ich habe 6 Iridium. Ist wenig. ja. Reicht, glaube ich, für eine Platte. Oder kann ich schon. Ich glaube, einen könnte ich sogar machen. Nein, könnte ich nicht. ja, ich könnte eine Platte machen. So rum. Okay. Wie gesagt, das ist ein bisschen noch sehr viel zu tun. Das zum einen. Wir brauchen Stromtransport, weil ich kann es leider nicht über ME-System machen. Wir haben zwar FE, wenn ich möchte, Sinne. Da. Wir haben FE als Transport, aber ich habe noch die, oder geht das mittlerweile? Ich könnte es mal einfach mal ausprobieren, ne? Weil es ging nämlich früher nicht, dass ich, einen, zwei wären vielleicht nicht schlecht. Es ging früher nicht, dass ich den Strom von
von Terminal Expansion übertragen konnte über einen P2P-Tunnel. Es hat nicht als FE gezählt. Wenn das allerdings jetzt zählt, bin ich glücklich. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht, ob das mittlerweile zählt. Weil früher ging es nämlich nicht. Ups, falsch. Ich wollte gerne hier Cable. Wie viel kostest du? Nicht viel. Okay. Wir können ja mal gucken, ob es erstmal überhaupt funktioniert. Kann ich das auf FE umwandeln damit? Ja, es geht. Oh, das geht mittlerweile. Okay, das wusste ich nicht. That was not in my knowledge. Moment. Falsch. Ich brauche ja irgendwas, um das zu sehen. Einfach Capacitor, ist egal. Brauche im Endeffekt nur den Capacitor, damit ich da irgendwie gucken kann. So, ob da Strom rauskommt. Ich meine, es sollte es wahrscheinlich so sein. Nee, falsch. Okay, das ist mir neu, weil es ging nämlich letzte oder vorletzte Staffel ging das nämlich noch nicht. Da hat es sich nämlich nicht verbunden. Mit dem Zeug. So, machen wir mal diesen da. Achso, das ist nicht an. Nee. Achso, es ist ja ungelinkt. Mensch. Jo. Funktioniert. Das ist doof. Das ist doof, dass es funktioniert. Das ist echt doof. Weil das hat nämlich einen Nachteil. Das war so ein bisschen meine Angst jetzt gerade, weil früher ging das nämlich nicht. Das Problem ist, wir haben jetzt einen Stromtransport, der nahezu unbegrenzt ist. Also der nicht nahezu, der unbegrenzt ist. Es geht nicht wieder raus. Ah, ist das nur eine Richtung? Warte, was? Was online? Wir sind auf allen Channels, oder? Zack. Jetzt. Ah, jetzt geht's okay. Ich dachte gerade. Achso, nee, warte. Moment. Ja, es geht in eine Richtung nur. Das ist eine Output-Seite und keine Input-Seite. Okay. Das heißt, ich kann einen Strom-Input machen und viele Outputs, aber nicht viele Outputs und einen Input. Interessant. Okay. Ich meine, ja, ändert trotzdem nichts an dem Fakt, dass es sehr, sehr stark ist, aber okay. Okay. Falsch. Ja. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, also wir könnten Strom auch über das ME-System transportieren. Das macht viele Sachen einfacher. Bringt nur ein bisschen alles durcheinander. Na gut, auf der anderen Seite ist verbraucht Channel. Also... ich kann nicht unendlich Strom einfach von A nach B transportieren, das wird nix. Ich kann schon aus Verbrauch Teil 2 Channel, nur um Strom von A nach B zu kriegen.
Und man kann, so als Information, man kann nicht P2P-Tunnel in P2P-Tunnel leiten. Also ich kann nicht sagen, beispielsweise, ich mache ein P2P-Tunnel-Netzwerk und leite das Netzwerk nochmal in einem P2P-Tunnel. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen kann ich das vergessen. Ich kann P2P-Tunnel als Input haben und als Output haben am Hauptnetzwerk dran. Oder Zwischennetzwerke. Aber ich kann nicht P2P-Tunnel im P2P-Tunnel machen. Das heißt, man kann nicht sich mehr Channel ergaunern, sag ich mal. So, das heißt theoretisch, man müsste alles mit dem Dense Cable machen, wenn man mehr als 8 Anschlüsse haben wollen, mehr als 7 Anschlüsse haben wollen würde, funktioniert ja nur eine Richtung. Ich find's trotzdem nicht gebalanced. Ah, verdammt, ich wusste nicht, dass es geht. Das war mir neu, weil wie gesagt, früher hat man es mal probiert und da ging es nämlich nicht. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen erstaunt. So kann ich die... Moment. Ups, nein. Ah, ich muss auf die Vorderseite klicken, ne? Ah ne, er hat's trotzdem... Okay. So. Zack, zack, zack. Ah, okay. Zack, 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 zack. Okay, gut, hätten wir es auch mal geklärt. Können wir uns merken. Ja. Das heißt, damit könnte ich den Strom transportieren. Wie viel verbraucht so ein P2P-Tunnel? Ich werde jetzt nochmal gerade kurz was durchrechnen. Drei sind installiert. Das ist, glaube ich, schon hochgerechnet, ne? Also 6, also sind es 2 RF pro Tick. Das ist ja nix. Bin gerade überlegen. Es gibt nämlich eine einfache Lösung, glaube ich, dafür, für das Problem, um es ein bisschen ein bisschen interessanter zu gestalten. Indem ich einfach die RF-Kosten von den Dingern hochsetze. Das kann ich nämlich machen. Ich kann nämlich für die ganzen Sachen die RF-Kosten hochsetzen. Das heißt, ich könnte sagen, ein P2P-Tunnel kostet 10 RF. Das wäre vielleicht die Lösung. Ganz kurz gucken. Ich könnte auch RFE ausschalten, theoretisch, aber... geht das nicht? Moment. Das geht nicht mehr? Seit wann geht das nicht mehr? Nein! Früher konnte ich das doch ausmachen. Weil ich kann ja alle anderen Kosten kann ich anpassen. Okay, gut. Ja, jetzt habe ich... Wow, verdammt. Es tut mir leid. Ich jetzt wieder die Folge so... verdammt. Okay. Wir haben auf jeden Fall unseren Reaktor ausgebaut. Wir kriegen jetzt 1600 pro Tick, die wir noch nirgendwo angeschlossen haben. Wir können es über das ME-System machen, über P2P-Tunnel. Ich werde nochmal gucken, dass ich vielleicht den Stromkosten hochsetze davon. Weil das wäre, glaube ich, echt nicht doof, wenn ich das machen würde. Ja. Genau. Okay, muss ich mal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, wir können ja alles Mögliche drüber transportieren. Es ist P2P-Tunnel sinnstark. Das ist kein Zweifel. Ja. Mal gucken. Ich bin nämlich nicht ganz so glücklich damit, weil das heißt nämlich, dass man sich theoretisch andere Kabel sparen kann. Auch wenn es Channel sind, dann macht man halt ein separates Subnetzwerk, wo man einfach nur praktisch diese 8 P2P-Tunnel, also 7 Anschlüsse hat. Und wenn man das an eine Energy Cell bringt, dann hat man ja schon sehr, sehr viel Stromtransport. Ich weiß es nicht, es gefällt mir gerade nicht so. Nun gut, das ist gerade so ein bisschen nervig. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Sachen mehr automatisieren. Wir müssen zum einen den Compactor unbedingt automatisieren, dass wir in der Lage sind, Dense Plates zu machen. Das müssen wir automatisieren. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Das wollte ich ja auch mal verschieben noch. Oh, wir haben so viel zu tun, ich verschwende eine Folge damit, um irgendwas zu erzählen. Wow.
Toll, supi. Okay, gut. Ich ähme schon wieder. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal darum, dass wir das nächste Mal wirklich ein bisschen was schaffen. Damit das nicht so... Damit das nicht so endet wie jetzt diese Folge. Genau. Ja. Gut. Ja. Ja. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und wir müssen halt noch dafür sorgen, dass beispielsweise wir nochmal eine neue Raketenmission werden. Wir müssen noch Asteroiden... Ach, wir haben noch so viel zu tun. Ah, und da stürzt mich immer, wenn dann so eine Folge wie jetzt dabei ist, wo ich einfach nichts gemacht habe. Na gut, wir haben den Reaktor ausgebaut, aber... Ich habe ihn noch nicht angeschlossen. Also wir brauchen eine Reaktorsteuerung, brauchen wir noch. Ich mache noch einen Redstone-Port offscreen. Wir machen die nächste Folge direkt, dass wir den Reaktor an eine Energy Cell direkt anschließen und sagen, wenn Energy Cell unter gewisses Niveau, starte Reaktor. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen könnten. Denn andernfalls haben wir nämlich das Problem, dass wir den anderen Strom gar nicht nutzen. Ich möchte gerne erst den passiven Strom nutzen, bevor wir an diesen Strom gehen. Weil dieser Strom ist nicht passiv. Wir verbrauchen Uran, auch wenn es wenig ist, aber wir brauchen Uran die ganze Zeit dauerhaft. Und das ist kein Rohstoff, den ich im Moment einfach so kriege, weil einen Void Ore Miner, was ich gerne mal noch hätte, brauchen wir einen Advanced Machine Frame und den kriegen wir noch nicht. Deswegen müssen wir unbedingt mal gucken. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es wieder wenig war. Ja, das nächste Mal muss ich unbedingt mal ein bisschen... Ja. Gut, dann. Tschüss. Es tut mir leid, auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Es war mehr Überlegung als jetzt eigentliches getan. Ach man, es ärgert mich. Okay, gut, dann tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.